Komm mal nicht dahin. Ja, mal so ein Schrein. Haben wir jetzt die Schlüssel dafür? Tatsache. Ein prächtiger Armreif, den wir aufrüsten können mit unseren Edelsteinchen. Sehr schön. Da muss Schütze denn finden, wa? Obwohl, irgendein Schatz ist da noch. Aber ich glaube, ja, nicht auf unserer Ebene. Über uns. Da können wir jetzt zurück. Schön. Und dann kommen. Das Anteil willst du mal haben. Danke. Peach. Ich brauch das. Oder kann ich das? Nee, rückwärts gucken kann ich ja gar nicht. Bitte. Bannerei hier. So. Jetzt sind wir irgendwie anders gefahren, ne? Ja. Was ist hier? Steinsockel. Kann man da etwas einsetzen? Das ist jetzt so schön. Das Teil müssten wir eigentlich noch nicht haben. Dafür brauchen wir das hier. Muss eigentlich jetzt regnen. Ist das normal, dass das regnet? So. Was ist hier? Verschlossene Schublade beim Händler kriegen wir nicht. Die Siedlung am See könnten wir nochmal gucken. Und dann müssen wir irgendwie da hinkommen. Wahrscheinlich darüber. Das hier, oder? Ja. Wobei ich gerade weiß, ob diese Musik jetzt so gut ist. Wir sind nicht gerade gut von der Emotion. Naja. Wow. Da bin ich extrem schlecht mit. Ist ja noch schlechter als Pistole. Das ist nicht mal als Notfallwaffe wirklich gut. Oh weh, oh weh, oh weh. Aber ich kriege jetzt meine Bolzen alle wieder. Oh, hat man hier nicht. Ich dachte, wir finden Ashley. Jetzt haben wir Schüsselchen. Eins. Na, zu weit gedreht. Na, den haben wir auch nicht.
War hier noch was? Mit roten Edelsteinen. Ja, ich hätte es mal nicht gefunden. Tagebuch eines alten Mannes. Vor 3 Jahren starb meine geliebte Tochter, nachdem sie ihren Sohn zur Welt gebracht hatte. Der Junge ist mittlerweile zu einem stattlichen Burschenherrn gewachsen und begleitet mich sogar auf der Jagd. Er hat viele Interessen und ist sehr neugierig. Man kann ihn keine Sekunde aus den Augen lassen. Wann immer wir in den Wald gehen, fragt er mich nach den Geschichten. Besonders Don Quixote hat es ihm angetan. Er ist noch klein, aber für sein Alter äußerst gescheit und aufmerksam. Wäre er nicht an diesen Ort gefesselt, hätte er vielleicht in die Wirtschaft gehen können. Ich war leichtsinnig. Ich hätte schwören können, dass ich dem Wolf direkt durch den Kopf geschossen habe. Doch er sprang mich an. Ich habe es zurück zur Hütte geschafft, aber meine Wunde schwillt an und verfärbt sich. Ich kann es nicht ertragen, die besorgten Augen des Jungen zu sehen. Mein Körper bewegt sich ohne mein Zutun. Und in meine Kopfhörer ich Stimmen. Werde ich wahnsinnig? Ich darf nicht sterben und den Jungen zurücklassen. Ich bitte dich, Gott, beschütze ihn. Okay. Ja, ist ja natürlich eine Sache, die man nicht haben möchte, ne? Sterben und das Kind zurücklassen. Aber auch schön, wie einsehen, dass man scheinbar hier in irgendeinem Dorfding gefangen ist und nicht wegkommt. So, was haben wir hier noch? Tür mit Insignia. Kommen wir da jetzt hin, auf die Schnelle? Ach, die da. Ah, meine liebten Bärenfallen. Hilfe. Und was? So, was haben wir hier? Wurde jemand einen riesigen Fisch aus dem See fangen? Fisch dran kann einfach immer gebrauchen. Das Foto soll die Suche erleichtern. Riesenbarsch. Oh, haben wir den schon erschossen? Hallo. Hallo. Ashley, bist du's? Was geht hier vor? Ach, der Leon, das fragt sich einfach immer noch, was hier vor sich geht. Ach, die haben wir doch auch gesehen. Die war doch hier am Anfang sehr viel zu sehen. Ein kleiner Schlüssel. Oh, jetzt haben wir den Schlüssel auch noch für die Dinger, wa? Schön. Kraut. Nein, ich wollte es kombinieren, nicht benutzen. Ah, fuck it. Na gut, dann ist es so. Schießpulver. Und die blauen Sachen nicht, ne? Dass man sagen kann, wir können das Kleine jetzt herstellen für unsere Pistolen. Da brauche ich einmal blau und einmal Schießpulver. Oh. Fifikus.
Na klasse. Du hast übrigens deinen Jungen alleine lassen. Okay, wir sollten mal ein bisschen ab. Aua. Ein wenig abhauen. Sind doch ein paar zu viele. Entschuldigung, hab ich mal. Na. Wir holen Suft damit. So. So, also ein bisschen Platz schaffen. Interessante Frage. Aber scheinbar sind es wirklich alle cool abgehauen, ja? Ist nicht so, dass die KI hier stehen bleibt und wartet auf dich. Na gut. Aber das ist ja auch nicht unsere Aufgabe hier. Aber wir haben nur eine verschlossene Schublade. Wir haben jetzt so einen kleinen Schlüssel. Ich muss da nochmal hin. Au. Geht aufs Haus. Es nimmt kein Ende. Tricks Fifis. Ja, nee, ich muss das machen. Lass mich mal bitte. Bitte. Sekunde. Wie viel seid ihr denn, Mann? Aus dem Weg! Toll. Jetzt haben wir's. Oh mein Gott. So schnell schwindet alles hier. Aber unbedingt hier noch nachgucken muss. Aber ich könnte ja halt immer auch so passen, ne? So, die Schublade. Können wir die jetzt auch? Ein Goldplättchen. Also so ist das Gebiet abgeschlossen. So. Hat sich munitionstechnisch nicht gelohnt. War mehr Ausgaben, als wir hätten machen können. Aber, ne. So. Eine Sekunde mal kurz. So, da sind wir wieder. Musste ganz kurz ein Telefon wegbringen. Weil er heute noch wer anrufen wollte, dann vergessen. So, sind wir so richtig? Nein. Und umdrehen. Full Speed. Schafft das Boot schon. Dieses ist robuster, ich schwöre.
Achso, das ist der Sockel wieder. Das sind wir noch von den Ausrufezeichen verlocken. So, das ist ja das. Die Schlüssel komme ich auch noch nicht ran. Oh, war noch eine Stille. Ah ja, da. Leon, kannst du mal einsteigen. Alles gut. So. War das jetzt da? Ja. Geht's denn hier irgendwo rein? Man muss es ja eigentlich denn, ne? Naja. Ach komm, voll Speed. Einmal lang schrammen und dann ist gut. Der Katzenritter das Boot schon. So. Gibt es denn hier etwas mehr Hinweise? Ich habe nicht wirklich Lust, nämlich alles durchzutipsen. Fallen da irgendwie jedes mit jedem hier scheinbar richtig vor. Schlangen. Stimmt, bei den anderen waren auch die ganzen Malereien. Und ich sagte noch Kantenmaler. Aber hier ist noch die Frage. Gib nicht auf. Was ist richtig? Meist ihr da nämlich diese große Schlange, dort das Dreierding. Die kleine Schlange. Oh, die Kombi. Oh. Okay, wir haben das da gesehen. Das da. Das da. Oh weh. Ich weiß die Reihenfolge nicht. Ich meine, das ist so ein B. Das könnte das da sein. Dann haben wir eine Schlange gesehen. Wahrscheinlich gibt es da nur die drei von. Ah, so, gut. Den Kopf des Gottes lässt er was erhalten. Oh, warum nicht? Oh, das letzte Teil. Das ist gut. Das ist auch nochmal ein Rubin wert. Dann ist hier, glaube ich, nichts mehr. So. Auch zum Mutti, dann nochmal zu den anderen. Dann habe ich es jetzt hier kapiert. Da ist es nicht der Kantenmaler, der hübsche Bildchen malt, sondern sind es diese gelben Sachen, die mir die Symbole zeigen. Die Richtung haben wir jetzt so. Den Steinsockel könnten wir jetzt natürlich auch machen. War jetzt hier der Steinsockel? Nein. Bitte schön daneben, bitte. Weil irgendwie muss es ja machen, dass wir die Teile kriegen. Und dann greifen wir vielleicht da jetzt schon ein bisschen voraus, aber ist egal. Vielleicht kriegen wir auch Munition. Hier. Mute mal so. Und
Und grün, hier unten sah das Wasser schon ganz richtig aus. So. Ein Götze. Das war's? Der Götze ist ein Schatz. Ach so. Versuchen heißt noch, ich kann nichts reinlassen. Okay. Bin ich zufrieden. Ich hab Munition. So ist es nicht. Immerhin.